Moin Moin und willkommen zurück hier auf dem Kanal. Ich bin der Schansen und wir spielen weiter Asgard Rust 2. Ich habe hier meine kleine Kollegin, ein kleines süßes Kätzchen. Und wir gehen jetzt da rein, wo wir letztes Mal gestorben sind. Und hoffen, es geht weiter. Ich habe den Ton etwas verändert. Ich hoffe, ich bin jetzt lauter und deutlicher. Ich hatte von einigen eine Rückmeldung bekommen, dass mein Ton relativ schlecht war. Dadurch, dass der jetzt viel zu leise war. Ich hoffe, das ist jetzt von Lautstärke jetzt okay, dass ihr nicht mehr runterschalten müsst, wenn die Werbung bei YouTube kommt. So, lass uns mal gucken. Schmeckt mir die gut? Lasst mich selbst kaufen. Okay, warte, du musst den da hinten angreifen. Den da. Endlich etwas Spaß. Ja. Oh, mein Opfer. Oh, hat er gewischt? Oh, hat er schon gewischt. Komm hin, weg. Oh, ich bin schon gleich tot. Okay. Wow. Der ist mal kolossal hart, so ein bisschen. Bin wir schon falsch angegangen. Gehen wir den mal richtig an. Etwas peinlich. Den ganzen Weg da wieder hinlaufen? Richtig. Okay, machen wir das. Etwas peinlich, hat er recht. Auch falsch irgendwie. Falsch angegangen. Gucken wir das gleich machen. Also, die anderen beiden müssen auf jeden Fall schnell getötet werden, damit wir. Na los. Beeindruckt mich. Natürlich. Damit wir auf jeden Fall da gut durchkommen. So, also. Gucken wir mal unser Inventar, ob wir irgendwas Cooles haben, was wir nutzen können. Den hier noch, ne? Physische ist Schaden. Was haben wir bei ihm hier? Haben wir Wasserschaden und bei ihm haben wir Schaden. Das haben wir bei dem auch. Plus 4%. Ja. Plus 25. Gut. Ich wollte mal ganz kurz gucken. Es kann auch sein, dass ich bei meinem Fertigkeitsbaum nichts mehr eingestellt habe. Ich weiß gar nicht, wie viele fertig. Aber ich habe 8 Punkte noch. Die haben wir gar nicht eingestellt. Lass uns das mal machen, bevor wir da wieder reingehen. Gut. Hier können wir auch was machen. Okay, was kann sie denn hier? Abschlussmanöver Attentat. Abschlussmanöver Trennschnitt. Okay, warte mal. Was hier? Erhöht sowohl physischen und Erdschaden. Superiors Schatten versetzt sowohl sie selbst als auch den sterblichen Helden und macht die beide unverwundbar. Das machen wir doch mal kurz. Diese Fertigkeit ist eure. Und hier wird sie ein bisschen. Okay. Vielleicht machen wir trotzdem mal den Schaden ein bisschen stärker. Ihr habt gewählt. Was ist das? Erhöht den zusätzlichen göttlichen Schutz durch das Treffen von durch Suburis Zauber freigelegten Schwachpunkten noch weiter. Ira führt einen mächtigen Angriff aus, der hohen Rüstungsschaden verursacht. Okay, lass uns mal gucken, lieber bei uns nochmal ein bisschen. Was wollen wir? Was denn hier? Nach dem Töten des Gegners stößt Abraxas eine Schlacht, wo aus der andere Gegner in der Nähe verängstigt. Okay. Auch nicht verkehrt. Am Angriff mit dem Stachel von Baku besteht die Chance, Gegner zu sehen. Okay, das haben wir. Wenn Gegner mit Nahkampfangriffen durch den Stachel von Baku verletzt werden, besteht die Chance, dass. Okay, wir müssen dann auch natürlich mit dem Stachel von Baku kämpfen, ne? Klar. Das machen wir mal. Schwachpunkt erhöhen. Der kommt. Könnt ihr es schon nach der Tür, okay. Und 2 Punkte. Was können wir hiermit machen? 25% natürlichen Schaden. Diese Fertigkeit. Verlängert die Wirkdauer von Schwachpunkten, die bei Gegner auftauchen. Wenn die Axt innerhalb von 2 Sekunden erneut geworfen wird. Nicht verkehrt. Die Axt wirkt mich schon öfters mal. Darüber zu gebieten. Nochmal auch mal. Haben wir noch 2 Punkte. Ah, machen wir auch mal. So. Diese Fertigkeit ist eure. Und jetzt müssen wir gucken, der Stachel von Abraxas, den hatten wir ja genutzt. Und zwar ist das der Stachel von Baku. Und das ist der Schwert des Ra. Der macht natürlich 25% Waffenschaden, der macht 25% normal physischen Schaden. Mehr können wir doch nicht raufballern. Was ist das denn hier? Wind. 25% Windschaden. Rückstoßdecke wie Werfen und Geschosse. Kann man auch mal benutzen, ne? Hier haben wir jetzt einfach nur. Das ist natürlich das Coole eigentlich. Können wir testen? Eben. Ändert sich ja nicht viel, außer dass sie den Windschaden haben. Das müssen wir machen. Bei ihnen. Nee, glaube ich. Bei der Axt können wir nichts draufsetzen. Das ist eigentlich schade.
So, gehen wir kurz ins Inventar zu den Getränken. Und die Heilgetränke packen wir auch mal hier rein. Da rein. Das ist ein großer, überragender Heiltrank. Den sollten wir vielleicht nicht nutzen. So, nicht alle wissen über die... Kann auch in geplexten Gerichten verwendet werden. Okay, was haben wir noch hier so? Die besten Fische des Nils. Und die Gesundheit zu fördern. Stellt 20 Sekunden lang 2% LP her. Für den Verzehr zum Mund zu führen. Okay. Die aus Ägypten stammende Methode. Dieses frittierte Gericht erhöht den Erdschaden für 30,2% für den Verzehr zum Mund zu führen. Weckt einen gefallenen Gefährten wieder zum Leben. Da haben wir genug. Das ist natürlich nicht schlecht. Hier reinsetzen. Gut. Jetzt hoffe ich, dass wir so ein bisschen mehr Power gleich haben. Wenn wir da reingehen. Machen wir es einfach mal. Habe ich euch nicht um etwas gebeten? Warte mal. Seht und lernt. Musst du ja. Ich bin hier auf euch aufzuregen. Nicht jetzt. Das habe ich gebraucht. Der nächste wird härter. Kostet meine Klinge. Was hast du gemacht? Ich habe. Ein Platz. Diesen Geschmack mochte ich noch nicht. Finde schön. Okay. Das war jetzt ein bisschen. Dann habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich so viel Leben verliere. Aber egal. So. Mal das eingesammelt. Danke. Komm, wenn du brauchst. Bist. Ja, willst du nicht. Hier so. Ah. Ah, guck mal. Das ist gut. Ich glaube, da baut man so ein bisschen Beziehung auf. Machen wir mal auf hier. Gut, hier geht's weiter. Hier Leben nehmen. Oh. Was passiert hier? Das Wehklagen selbst bringt die Höhle zum Einsturz. Ein wohlverdienter Ausblick. Könnte unser Handwerker dort oben sein? Sind wir schlagen dann hier? Okay, überlebt die Erdstöße, haben wir geschafft. Ach so, Quatsch, muss jetzt echt mal ausweichen. Oh. Ich bin gerade gestorben, weil ich auch runtergerutscht bin. Okay. Gut, wir brauchen immer einen neuen Kristall, um unser Schutzschild mal aufzubauen. Das ist gar nicht so. Einen Moment. Trete zurück. Seitdem ihr da seid, bin ich dem Tod mehr als einmal entronnen. Sollte ich euch danken oder verfluchen? So, also diese Axt ist natürlich geil, weil die Axt können wir einfach so nehmen. Werfen, stoppen, können die natürlich links und rechts in die Gegner reinballern. Das ist natürlich ziemlich cool gemacht. Kann uns so ein das andere Mal das Leben retten. Hat mich nicht überrascht. Lass mal hier reingehen. Wir haben eine Truhe. Ah, wir müssen, glaube ich, sammeln. Ich glaube, wir können richtig was bauen bei dem. Wenn wir richtig viel Kohle gesammelt haben, können wir, glaube ich, richtig viel Asche machen, oder? Beziehungsweise... Ah, ich denke, meine Axt kann dabei helfen, einen Pfad mit diesen Steinen zu ebnen. Ich werde es so sehen. Ihr schafft es. Ich nicht. Okay, warte mal. Sind nichts. Wird auch nichts. Runter. Wie kriegt man den denn hier hin? Ordentlich. Okay, kurz umgucken, ist hier noch irgendwas?
Mal einige wieder zurückmachen vielleicht? Machen wir. Was denn hier passiert? War nichts, oder? Hä? Verstehe ich gerade nicht. Was müssen wir denn hier machen? Ich höre hier was, aber... Was höre ich? Stein geht runter, okay. Wir sind hier. Rüberspringen kann ich ja nicht. Ich kann ja nicht springen. Ich kann nur kackte Wandläufe machen. Bloß wie kommen wir denn hier weiter? Was? Ja, aber was? Hier. Warte mal. Was übersehen hier? Bloß was? Was übersehe ich? Übersehe irgendwas, aber was übersehe ich, ist die Frage. Was sehe ich denn hier? Der ist weg. Und dann kann man da vielleicht eine andere Platte hin machen. Nee. Das soll schon so bleiben. War das nicht das, was ich machen wollte? Warte mal, vielleicht müssen wir diesen Stein hier wegmachen. Los, gebt an. Damit wir hier irgendwas machen können. Hä? Irgendwas übersehe ich hier, bloß was übersehe ich? Was übersehe ich denn hier? Wer doch was übersehe. Jetzt übersehe ich das. Doch, komm mal her. Mach die mal weg. Unmöglich. Nein. Ich bin kein Hund. Zieht euer Ding durch. Nein. Du sollst das da hinmachen? Oder sollst du woanders hingehen, du Affe? Kannst du da hingehen? Hier drüben. Und den wegmachen. Jetzt könnten wir rüberfahren. Perfekt. Okay, nochmal. Ja nicht rauf? Achso, jetzt müsst ihr ihn wieder herstellen, okay. Das mache ich. Ach, okay. Ja, okay, jetzt war es ja doch nicht so schwer. Mit meiner Axt sollten wir da langkommen. Ich muss es sehen, um es zu glauben. Perfekt. Drüben da noch was. Wie kriege ich das denn? Ach, was hat er? So. Und hier gehen wir wieder durch. Perfekt. Gut. Boah. Das war anstrengend. Verlass die Höhle, okay. Das sieht doch aus wie eine Werkstatt hier. Ich hoffe. Okay, hier müssen wir da gottmäßig spielen. Guter Kampf. Da macht das Sinn, 25 Prozent Schaden zu bekommen. Okay. Oh.
Jetzt ist er. Shit. Okay, okay. Dieser Kampf, ich habe auch leider Subira oder wie sie ist, sofort verloren. Okay. Muss man mal machen. Mal loslegen hier. Etwas erledigen. Besser. Okay, die machen wir hier. Ich bin schon wieder gestorben, das gibt's doch gar nicht. War doch eigentlich ziemlich dicht dran. Wo waren wir? Dann kommen wir nochmal. Wir gehen schützen hier im Kampf. Hört man gar nicht. Bist du schon fast außer Atem hier. Huiuiui. So. Oh, lass uns mal die Sachen einsammeln vorher. Irgendwas? Nein. Hä? So, komme ich nicht hin von hier. Okay. Hier aus dem Weg. So, dann machen wir uns mal groß. Und gucken uns kleine Rätsel mal an hier, was es gibt. So. Segnet. Ich würde ihr Abbild lieber zerstören. Den kann ich nicht nehmen, okay. Aber wenn wir es wieder lade den göttlichen Hammer auf. Da brauchen wir ein paar Tierchen für, ne? Was sind Sachen geflogen, okay? Jetzt?
Nein. Die Werkzeuge des Handwerkers liegen auf dem Boden verstreut. Ob er etwas dagegen hat, wenn wir sie benutzen? Weil er das nicht machen soll, aber... Mist mal. Aber lieber nicht runterhauen. Das ist mir sicher. Ne, so ein Item machen. Was sollen wir mit dem Hammer machen wohl? Ja, irgendwas kaputt machen, das ist klar. Was? Vielleicht hier so ein. Ignoriert? Tue ich ja nicht, ich muss aber erstmal hier rumgucken. Hier geht's auch nicht längs. Hier? Und mit dem Hammer machen. Oh, warte. In die Richtung. Ist die Frage, was mir das bringt. Das ist ein Stein. Kann ich nichts mehr machen. Vielleicht müssen wir. Jetzt haben wir den Hammer. Der Hammer ist jetzt weg da, okay. Vielleicht müssen wir die Stellen für irgendwas benutzen da unten. Bloß für was? Ist die Frage, ne? Und da können wir rüberlaufen, aber da fehlt ja so ein. Okay, geh mal kurz. Mach's mal kurz wieder klein. Was kannst du mehr machen da drüben? Oh, hier sind Truhen, machen wir auf. Nimmst das mit und dann geht's hier weiter. Wir gehen jetzt hier rein. Geht jetzt natürlich rein. Okay, da geht's irgendwo anders hin. Mal kurz gucken, ob wir hier irgendwas übersehen haben. Und da sieht es so aus, ob man wieder mein Dings benutzen kann. Und da kann man hoch. Mal hoch. Ja. So, was wollen wir hier oben machen? Jetzt auch hier rein. Wir lassen hier durchgehen. Okay, da ist eine fette Truhe. Da müssen wir eigentlich nur drüber. Mehr ist es nicht. Okay, warte, kriegen wir hin. Ah, ja, ich schwinge schon langsam. Müssen wir kurz warten. So, und jetzt. Hört auf euch. Schon gut, verstehe. Nein, ach man. Hättest du nicht schneller schlagen können, die blöde Katzenlady. Oh, dann hätten wir doch geschafft. Oh, jetzt müssen wir den ganzen Weg normaler hinlaufen. Ich hatte bessere Momente. Ja, das schaffen wir den aber. Unwahrscheinlich. Los. Jetzt will ich den auch killen da, weil... Das wird mich sonst stören. So stark war der ja nicht. Wurde wieder nicht aufgepasst, ne? Klar. So. Soll ich das mal nehmen? Also brauchen wir nicht. Mal rüber. Vorteil. Komm her. Ist sie drin? Ah, wieder so ein Windding, okay. Gibt sie auch ein bisschen besser? Ist sie nur so ein schlecht? Muss ich wieder rüber? Gut, hier haben wir alles geholt. Jetzt haben wir den anderen Raum. Da war noch ein Raum. Vielleicht können wir den auch mal kurz abklappern. Was da geht. Der war da unten. Warte, ein bisschen runter. Boah. Wollte runter, aber nicht mich halten, oder? Okay, da. Den Raum nutzen wir auch nochmal kurz. Müssen wir irgendwas aktivieren, ich weiß das ja auch nicht, aber... Hm.
Ach du Scheiße, ich muss es hoch machen, während ich laufe? Oder was? Gute Steuerung, muss man sagen. Wunderbar. Ich will, was ich will. Hier, aber er muss man wieder machen. Oh. Von der Seite hier. Aber braucht man das Ding da irgendwie? Eigentlich, ne? Ach, hier haben wir jetzt irgendwas aufgemacht. Okay, okay, jetzt habe ich verstanden. Bringt uns nicht so viel, aber lass uns mal hier runter. Gut. Aber müssen wir erstmal wieder ein Tier töten hier. Oh, war dumm. Göttliches Faktgesender, okay. Das war gar nicht meine Intention. Nein! Aber den müsste ich nehmen können, weil der hat genau das gleiche wie da. Aber ich krieg ihn da nicht durch. Ich krieg's doch durch. Wer ist das denn bitte sehr? Hier oben. Okay. Warte mal. Ja. Dann wollen wir mal den Stein kaputt machen hier. Vielleicht seid ihr der Handwerker. Da ist es. Das letzte Teil. Nehmt das Handgelenk, dann stellen wir dieses Ungetüm fertig. Oh, jetzt geht irgendwas hoch. Okay. Ja. Wir müssen mal runter. Und dann können wir jetzt, glaube ich, unsere Axt benutzen. Es geht nach oben. Okay, jetzt können wir gleich benutzen, wenn wir sie runterholen. Wir müssen einmal raufstellen, sonst funktioniert es nicht. Gut, war also doch nicht so schwierig, aber war natürlich blöd, dass ich nicht greifen konnte irgendwie. So. Okay, mal gucken, was er hier von uns will. Nicht schlecht. Er will immer auf die Stirn. Die Klinge, mit der Sekhmet meine Welt so leichtfertig zerstörte. Jetzt hoch. Erklimmen wir sie. Und da geht's runter. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben die Arbeit des Handwerkers gefunden. Nicht aber den Handwerker. Den Handwerker haben wir noch nicht gefunden.
Gut, verfallene Gänge. Ich würde sagen, wir stoppen hier. Machen hier beim nächsten Mal weiter, weil sonst wird das echt wieder so ein langes Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin, tschüss.